Ich wollte doch bloß Möbel kaufen. Junge, ich bin Barzahler. Oh shit. Nein, Mist. Das war der Boss vom Oli. Und da oben schießen sich die Köpfe ein für die letzten Nacktschnecken süß-sauer. Da wollte sich bestimmt die Idea-Bonuskarte abholen. Schmeiß mal eine Granate raus. Ja, ganz toll. Meine Fußpilze! Nein! Jo, moin moin und herzlich willkommen, Leute. Euer Sensor Survivor hier. Und mir fällt gerade ziemlich viel Scheiße ein. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Und zwar bin ich auf dem Weg zum IDEA einen Großeinkauf erledigen. IDEA, Junge. Einkaufen um die Ecke am Arsch. Man läuft sich den Wolf. Heute versuche ich mal in die Läden vorzudringen. Ich muss. Der Einkauf erledigt sich nicht von selbst. Oh, Einkauf. Ziemlich dunkler Laden, Alter. Von Gruftis geführt. Oh. Mann, meine Schießkünste. Unfreundliches Personal. Ey! Puh, nur gut, dass das Skeps sind, Alter. Sonst wäre ich jetzt schon mausetot. So. Geh nieder. Saleva! Der will Saleva kaufen. Saleva, ich hab's kapiert, Alter. Ich hab's kapiert. Scheiße! Der Einkäufer mir durch die Lappen gegangen. Ja? Schmeckt's! Schmeckt's! Ich wollte doch bloß Möbel kaufen, ihr Idioten! Ziemlich unfreundliches Personal, muss man schon sagen, hier. Hier kaufe ich nicht mehr ein. Oh, das ist der Nächste, Alter. Statt Möbel zu verkaufen, schießen sie auf ihre Kundschaft. Alter, sind die gerade aus der Kaffeepause gekommen? Wenn man keinen Verkäufer sucht, kommen sie. Und wenn du sie brauchst, ist keiner da. Also, mal nachladen hier. Dann gehe ich mal so lange in die Gartenabteilung. Ich brauche Heizöl. Es ist zwar noch Hochsommer, aber der Winter kommt und ich nehme 20 Gallonen am besten gleich. Keine Ahnung, wie viel das ist, aber hört sich viel an. Hallo, Kundschaft. Keine Verkäufer da, Alter. Gartenabteilung wie ausgestorben. Besaufen sich. Ey. Junge, ich will doch nur Heizöl kaufen. Schwachköpfe. Ich will den Geschäftsführer sprechen. Ich habe ja noch nicht mal mein Anliegen vortragen können. Rinn in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Der Kunde ist König, ihr Lappen. Schon mal was davon gehört? Euer Heizöl ist schlecht, das ist verfault. Ich hab's geprüft. Junge, ich bin Barzahler! So. Jetzt auf zum Chef.
Wo hat der Benner seine Putze, Junge? Seine Putze. Die Chefputze. Geschäftsführerniederlassung. Ja, ja, Junge, den lasse ich nieder. Ey, keine Ordnung in diesem Saftladen hier. Na dann mal auf zum Büro von Big Boss. Die könnten echt mal wieder aufräumen hier, die Brüder. So hält man keine Kundschaft, Alter. So hält man keine Kundschaft. Oh. Da ist der Alter. Scheißt gerade wieder seine Kundschaft zusammen. Chef! Oh, er schießt. Ich will die blauen Bohnen zurückgeben. Schmeckt dir nicht, was? Mir auch nicht. Die waren scheiße, die waren verschimmelt. Aber hier versteht man, bei IDEA versteht man nur die Sprache der nackten Gewalt. Nackte, rohe Gewalt. Ja, geil! Da liegt er im Dreck. Oh, shit! Nein, Mist, das war der Boss vom Oli. Ich wollte den doch vom IDEA erschießen. Na gut, wenn er schon mal tot ist, kann man ihn auch abziehen. Was mache ich nun? Oh, fuck, fuck, shit, die anderen Kunden sind scharf auf meine Fußpilzer. Das waren die letzten, die sind jetzt ausverkauft. Ich hau auch ab, Alter. Die Fußpilzer nehme ich mit. So, zusammengetackert. Und da oben schießen sich die Köpfe ein für die letzten Nacktschnecken süß-sauer. Ich habe die Nacktschnecken zwar noch nicht probiert. Junge, bei dem Gestank der Fußpilze wird mir schwarz vor Augen. So, raus aus dem Laden hier. In diesen Saftladen. So schnell komme ich ja nicht mehr zurück. Drecksbude! Da entbrennt der Kampf um den letzten Gamingstuhl. Gut sitzen, muss teuer bezahlt sein. Oh ja, der Ausgang ist in greifbarer Nähe. Schnell meine Fußpilzer in Sicherheit bringen. Gleich geschafft. Frauchen wird sich freuen, wenn ich mit dem Einkaufsbeutel zurückkomme. Nein, Mensch, hör doch auf! Ich hab doch nur... Mist, muss ich doch nochmal in den Laden. Frau will noch Kakerlakenkäse, eine alte Spinatwachtel. Oh, zwei Großeinkäufer. Mist, Junge, die kaufen mir die Bude leer, meine geliebten Fußpilzer. Foot Mushrooms heißt das auf Englisch, glaube ich. Foot Mushrooms. Fußpilze. Ich möchte eine Packung Foot Mushrooms. Oh. Da waren die Großeinkäufer. So, ich warte jetzt hier. Ich gehe da nicht rein. Ich warte, bis die rauskommen. Klaue die. Erspare mir den Weg. Oder ich erschieße Neukunden. Wie den, der sich gerade anschleicht. Oh ja, ein Neukunde. Hey! Cool! Quest abgeschlossen. Gar nicht mehr dran gedacht. Leise, leise. Ich sehe es ihm an.
Er sieht nicht aus wie ein Neukunde. Scheint schon zu wissen, wo er hin wollte. Naja. Da wollte sich bestimmt die Idea-Bonuskarte abholen. Ja, ist ja gut. Ist doch genug für alle da. So, mir reicht's jetzt. Einkauf abgeschlossen. Fehlt zwar noch der Kakerlakenkäse, aber da hat die Alte eben Pech. Da muss ich mit ihr meine Fußpilze teilen. Oh. Ein unfreundlicher Verkäufer. Hehehe. Ui. Da rammeln die Leute kurz vor Ladenschluss nochmal in die Bude. Oder ist er mit seinem Einkauf fertig und will wieder raus? Ich hätte vielleicht doch besser rausgehen sollen, aber jetzt hört er mich ja. Weiß er, dass ich da bin, Alter? Wieso verpisst er sich nicht? Er ist noch scharf auf meine Fußpilze. Nein. Oh, Scheiße. Wer ist das? Verdammt, Alter. Drecksverkäufer, Mistkäferverkäufer aus der Hölle, Alter. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Oh, sehr ungünstig, sehr ungünstig. Ich schmeiß mal eine Granate raus. Ja, ganz toll. Ganz toll geworfen, Alter. Sensationell. Schnauze da hinten! Ich hab hier Kundschaft, Konkurrenz, meine Fußpilze. Ich sehe nicht. Nein! Meine Fußpilze! Nein! Scheiße!